Huch, ich drücke immer auf die falsche Taste. Ach, da oben ist ja noch die... Ach ja, stimmt, die Plastikkotze ist es, glaube ich, gewesen. Tatsächlich, ganz interessante Geschichte, oder auch nicht, je nachdem, bin ich tatsächlich... Ich habe es ja schon mal gespielt, auch unter der DOS-Version noch. Und bis ich das mit der Plastikkotze... Bis ich das mit der Plastikkotze gelöst hatte, ungelogen... Da habe ich ewig für gebraucht. Ich habe es wirklich nicht gecheckt, wie das gehen soll. Wirklich nicht. War das nicht irgendwas hier? Muss man nicht irgendwie... Ich glaube, man muss den drücken, oder? Genau, und jetzt die Musik anmachen. Wow, das ist laut. Platsch. Oh, ich höre sich so schön an. Oh, die ganze Bude wackelt hier. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Rüber damit. Errungenschaft. Scherzkeks. So. Oh, Herr! Grafik ist da toll. Was sammelst du da? Ach, Mogler. Du solltest das den Richtern wirklich sagen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Sie hat gekotzt. Ups. Also, wie ist das hier reingekommen? Ich glaube, mir wird schlecht. Fühlt sich hier jemand nicht wohl? Ja, Harold. Ich fühlte mich gut, bis ich das sah. Weg mit der Olm. Ist das von mit dir? Dem, der Olm. Nein, ich bin gesund. Hast du nicht gerade gesagt, dir würde schlecht werden? Das war nur im übertragenen Sinne. Weißt du eigentlich, dass du die ganze Show mit der Grippe angesteckt haben könntest? Ha, 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 ha. Aber ich habe alle meine Impfungen. Du siehst gesund aus, Harold. Aber du kennst die Regel. Du bist raus. Yay! Ciao! Du mit deiner billigen Was Frisur. Was für eine Schweinerei. Ich hasse es, hinter Menschen sauber zu machen. Ich auch. Ich kenne das Purpur. Und ist ja nicht der Purpur, aber es ist trotzdem ein lila Tentakel. Dr. Tentakel. So, aber nu, jetzt gewinnen wir den Wettbewerb. Jetzt sind wir unschlagbar. Wird Zeit, dass wir nochmal erstmal unsere Haare beurteilen lassen. Hallo? Haare? Juhu, schaut euch die Haare doch noch einmal an. Ach, schon gut. Schlippe, 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 schlippe. Boah, das sind die besten Haare, die ich hier an der Mumie gesehen habe. Dick und voll und saftig. Die Mumie gewinnt. Einverstanden. Yay! Unsere Mumie. Ein Hoch auf unsere Mumie. Und wie sieht's denn aus mit den Zähnchen? Wie wär's, wenn ihr euch die Zähne nochmal anseht? Ach, schon gut. Schlippe, 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 schlippe. Ich mag den ruhigen Typ mit den großen Zähnen. Es steht nichts in den Regeln, dass sie weiß sein müssen. Der erste Platz geht an die Mumie. Einverstanden. Yay! Und wieder ein Erfolg für unsere Mumie. Großartig. So, und jetzt bitte die letzte Lektion, der Lacher. Wie wäre es nochmal mit einem Lacher zum Aufheitern? Ach, schon gut. Schlippe, 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 schlippe. Okay, wer weiß den Witz? Ich weiß noch einen. Ich auch, einen. Ich auch. Warum ging der Mensch über die Straße? Weil der Tentakelhägen es ihm gesagt hat. Okay, der war nicht witzig. Der mit dem Hamburger und Berliner war lustig, auch wenn es ein relativ einfacher Witz war. Schön. Ist schon toll, wie die Mumie das macht, ohne die Lippen zu bewegen. Ich sage, sie bekommt den ersten Platz. Ja! Nun, das macht die Mumie zum Gewinner. Glückwunsch! Ja! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Sie ist noch sehr gut erhalten. Ich vermisse das Lachen. Es ist Zeit, die Gewinne zu verteilen. Ja! Wir müssen bis Dienstag in Baltimore sein. Yo! Das haben wir immer mit Baltimore. Baltimore. Ja! Dabei sein ist alles, aber Gewinnen ist besser als unsere Errungenschaft. Das, oh, er sieht so glücklich aus.
Nun, Ted, hier trennen sich unsere Wege. Du hast bei der Rettung der Menschheit geholfen. Und das, obwohl du schon seit Tausenden von Jahren tot bist. Ich glaube, du bist mein... Oh. Liebster Edison. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das hast du ganz toll gemacht, Großer. Die Nägel. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hab ein schönes Leben. Ach Mensch. So, was haben wir jetzt gewonnen? Eine Trophäe, ein Essensgutschein. Yay, wozu brauchen wir das? Ach, können wir denen nicht das Essen gut, den Essensgutschein geben? Nee, das ist was Besonderes. Möchte das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Achso, das kann ich gar nicht benutzen. Ich muss ihn doch irgendwie los noch werden. Muss ich da nicht... Ich muss auf jeden Fall Menschen entkommen lassen. Hey, Süße. Hi. Was bringt so ein heißes Tentakelbabe wie dich an einen Ort wie diesen? Ich bin hier, um dich zu sehen. Wirklich? Was machst du heute Abend? Wie wär's mit dem Tentakelclub? Oh, was sage ich da? Ich kann doch nicht den Müll rausbringen und ein klasse Babe wie dich alleine lassen. Erkennst du mich denn nicht? Nein, ich... Moment, bist du nicht die Bedienung aus dem Tentakelclub? Ich liebe diesen Club. Ich würde sofort dahin fahren, wenn ich Zeit hätte. Ich suche nach einem Tier. Tut mir leid, Süße. Du bist am falschen Ort. Diese drei Menschen sind Problemfälle. Aber wir adoptieren gerne ein. Ungehorsam. Ziemlich daneben. Er ist nur neidisch, weil wir zwei Daumen haben. Irgendwann werdet ihr die Tentakel als eure Herren akzeptieren. Ha! Ihr Verlierer könnt ja nicht mal Dreirad fahren. Siehst du, warum sie niemand als Tiere haben will? Doch, ich will sie haben. Na gut, dann habe ich mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Möchte er vielleicht unseren Essensgutschein haben? Super! Abendessen für zwei im Tentakelclub? Ja. Mach das schon mal. Das muss ich meiner Frau sagen. Boah, so ein Schuft. Da baggert er uns an und ist verheiratet. Disch, disch. So, können wir die Edisons jetzt befreien? Los, lauf! Ihr seid frei! Frei für was? Frei, um wild durch die Wälder zu rennen. Tolle Sache. Ich sagte, ihr seid frei. Los, ihr also seid frei. Bewegt eure dicken, faulen Hintern und haut ab. Um dann für den Rest unseres Lebens von dem Tentakel mit Schnäuzer und dem großen Netz gejagt zu werden? Wenn wir abhauen, verfolgt ihr uns doch sofort. Wenn wir hier bleiben, haben wir es warm und bequem. Draußen müssten wir Käfer und Moos fressen. Ihr werdet gleich meine Faust fressen. Die Wälder sind voll von wilden Tieren. Löwen, Tiger und Stinktiere. Boah, ich hasse Stinktiere. Stinktiere? Müssen wir die irgendwie rauslocken? Oh, nun schreite ich aus dieser Tür raus in die Freiheit, für die meine Vorväter gekämpft haben. Gib auf! Schön. Okay, ich glaube, wir müssen die irgendwie rauskriegen. Stinktier, da war doch irgendwas hier mit einer Katze. Ihr rockt das Haus immer noch. Ach, hier, guck mal, Tipp-Ex. Konnte man nicht. Ich kann da nicht Nein, mehr ran. Nein, meine Gute, den Zaun. So. Das Errungenschaft, klappen. Stimmt ja. Ich bin in einem Trickfilm. Hey, komm da runter. Jetzt sitzt sie da oben. Klasse. Hatten wir nicht irgendeine Spielzeugmaus? Das ist tatsächlich so wie bei den Cartoons. Bei Silvester, glaub. Oder bei Silvester? Da gibt's. Nee, gibt es nicht. Es gibt auch bei. Na komm. Bei Bugs Bunny und Konsorten gibt's doch auch dieses Stinktier. Und dieses Stinktier, das spricht, es hat, glaube ich, auch einen französischen Dialekt. Und dann gibt es da diese Katze und die gerät immer, irgendwie wird die, kriegt sie immer so einen weißen Streifen ab. Und der Stinktier denkt immer, dass sie keine Katze ist,
sondern halt ein Stinktier und baggert sie halt ständig an. Hier, Maus, Maus, Maus. Komm, Mietz, Mietz, Mietz. Komm. Oh. Hm, was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Nagetier. Wie sie das in ihren Tasche einfach noch einsteckt. Noch eine Spezies. So, dann haben wir Errungenschaft, Strafregister, Adventure-Experte. Unterdessen. Ah, Leutnant. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Was beschäftigte Sie? Nun, ich hasse es, das zu sagen, Sir. Aber es gab da Ärger mit einem Menschen. Ärger? Was für eine Art Ärger? Nichts, mit dem ich nicht fertig werden würde. Aber ich habe da etwas an dem Menschen bemerkt, das ein Problem werden könnte. Erzählt schon. Nun, Sir, Sie scheinen ein bisschen größer als wir zu sein. Länger, stämmiger, massiver. Ich weiß, was du meinst, Sohn. Ich will damit nichts Spezielles sagen, Sir. Ich fühle mich nur etwas unterlegen, klein, minderwertig. Bevor Sie weiter in die Tiefe gehen, lassen Sie mich erzählen, warum ich Sie hergerufen habe. Wissen Sie, ich habe etwas erfunden, das unsere Probleme mit diesen Beinläufern beenden wird. Ich habe den Miniaturisator erfunden. Den was? Es ist ein Verkleinerungsstrahl, Idiot. Aha, verstanden. Ich brauche noch ein paar Dinge, um ihn fertig zu machen. Komm her zu mir. Da ist er an seinem Verkleinerungsstrahl am werkeln. Ah nee, Quatsch. Jetzt müssen wir die Edisons noch loswerden. Die werden dann, glaube ich, abhauen und dieser Menschenfänger läuft dann hinterher. Also, los geht's. Kurs, ich hier habe ein kleines Stinktier. Seht mal, ein Stinktier. Ja, es ist nicht niedlich. Guck mal, wie schön es sich leckt. Ach, sind alle drei verschiedene Richtungen gelaufen. Menschen, das dürft ihr nicht. Das ist ein ausbruchssicheres Gebäude. Wer sagt, aus Cartoons könnte man nicht lernen? Was, Kätzchen? Richtig, genau. So, das heißt, unser Weg ist nun frei und wir können in den Keller gehen. Und zwar da, wo in der Vergangenheit die Forschungszentrale von Edison gewesen ist. Mal gucken, was uns unten erwartet. Und hopp! Ui, wie schön. Ach, guck mal, da ist Chrono John. Also die Zeitmaschinenüberreste davon. Können wir die benutzen? Können wir die mitnehmen? Das ist kaputt. Können wir die denn drücken? Das ist kaputt. Oh, na gut. Hallo? Geliebte Freiheit. Steig ein, wir fahren los. Müll in Schachteln. Wahrscheinlich nur Tentakelwinter, Winterkleidung. Ich bin nicht neugierig auf dieses Zeugs. Nicht? Steht da Ass. Guck mal, you suck. You suck, Staubsauger. Schönes Wortspiel. You suck. Das ist ein Generator. Ein Mauseloch? Das bringt ja nichts. Die ist ja. Können wir unseren Hamster da reinschicken? Oder müssen wir den da reinsetzen? Kann das. Müssen wir den. Hopp! Was? Was? Wo kommt das denn her? Nein! Nicht abhauen! Achso, dafür brauchen wir You Suck, ja? Na dann. Dann benutzen wir mal You Suck. Stimmt, den haben wir ja erfunden. Weil wir als Hoagie das in die Vorschlagbox geschmissen haben. Also benutzen wir. Errungenschaft Supersauger. La 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 la. Staubball. Nehmen wir mal mit. Oh, das arme Ding. Das kann einem auch echt leid tun, ne? Können wir das jetzt nochmal darauf setzen? Haut es dann wieder ab? Oder. Ach nee, die Falle ist ja schon. Nun? Lauf! Ja! Schaut euch den mal an. Er rennt und rennt und rennt und rennt. Ja, er rennt. Und jetzt Verlängerungskabel. Können wir es anschließen? Perfekt.
Und können wir das Verlängerungskabel vielleicht da rausschieben? Super. Jetzt müssen wir es, glaube ich, nur draußen anschließen und dann sollten wir auch mit ihr fertig sein. Das läuft ja wie geleckt hier. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, ich finde die Musik super. Moment. Da oben ist ein Baum mit einem Elchgeweih drauf. Mir sind tatsächlich jetzt nicht viele Easter Eggs aufgefallen, aber das kommt daher, weil ich da immer echt blind für bin. Benutzen mit Steckdose. Errungenschaft Nummer 2. Ja! Mit meinen Instrumenten ist jetzt alles fertig. Es kann losgehen. Deine Freunde haben ihre Stecker eingesteckt. Zeit zum Hebel umlegen. Großartig. Hoagie, ich bin so froh. Ciao. Laverne, super. Ich bin froh, dass ihr beide wieder da seid. Ich hasse es zu stören, aber wir haben keine Zeit. Ihr seid wieder da und wir haben noch unseren alten Plan. Also, zurück mit euch ins Gestern und dann schaltet die Matschmaschine aus. Was? Wie bitte? Einen Moment, Dr. Fred. Sie sind gerade erst wieder da. Wie wäre es mit einem kleinen... Haha! Ihr könnt die Maschine nicht ausmachen, wenn ich als Erster da bin. Oh oh. Huch. Keine Sorge, Jungs. Diesmal weiß ich, dass ich ihn stoppen kann. Oh oh. Ein Kloß doch übrig. Wir sollten besser etwas unternehmen. Los geht's. Nein! Wartet! Ihr könnt nicht alle Wir quetschen sich jetzt alle zu dritt herein. Wie cool. Habt ihr etwa die Fliege nicht gesehen? Oh nein. Grüntentakel. Oh mein Gott. Wir sind eine Art Monster, Leute. Na prima. Jetzt sitze ich hier den Rest meines Lebens, höre Bernard zu und sehe Hoagie essen. Mama hat mich vor Tagen wie diesen gewarnt. Jetzt wartet mal eine Minute. Es ist Grüntentakel. Wie war das, Grün? Was? Ich glaube, er wollte euch vor mir warnen. Oh. Wir werden die Matschmaschine ausschalten und deine üblen Pläne stoppen, du Wurm. Ihr Elendshaufen, seid keine Gegner für mich. Aber wir sind zu dritt. Naja, irgendwie. Na und? Ich werde euch trotzdem vernichten. Ja? Du, und welche Armee? Nun, diese Armee natürlich. Ui, er hat sich ein paar weitere Tentakel geholt von sich selbst. Ihr seht, ich war beschäftigt. Das sind alles Kopien von mir aus der Zukunft. Ich habe sie mit dem Chrono John hergebracht. Zusammen werden wir die Welt erobern. Ihr 10 dort. Geht in den Keller und bewacht die Matschmaschine. Niemand darf sie anfassen. So, welche schrecklichen Qualen lasse ich euch nun zukommen? Überlasst sie mir! Oha, der aus der Zukunft. Ich habe schon lange auf eine Chance gewartet, meinen Miniaturisierer zu testen. Oh oh. Entschuldige mich, uns.